Die ersten Anzeichen des Sommers, Europawahlen, Muttertag, der Mai hat uns ganz schön auf Trab gehalten. Hier ist wieder WhatsApp und das hat uns bei Opias im letzten Monat so bewegt. Spielst du Zoo 2 Animal Park und bist schon auf Level 16? Dann hast du bestimmt schon Bekanntschaft mit Jenkins gemacht. Jenkins ist ein alter Bekannter der Baronin Victoria und er hat eine Aufgabe für dich. Du sollst ein Clubhaus bauen. Ein Clubhaus sieht nicht nur super auf deinem Zoo aus, sondern ist auch noch der ideale Treffpunkt für dich und deine Freunde. In einem Club könnt ihr nämlich gemeinsam an Wettbewerben teilnehmen und dabei lohnende Tierstatuen abkassieren. Außerdem könnt ihr Spendenaktionen starten und euch da verschiedene Boni wie zum Beispiel mehr Erfahrungspunkte sichern. Probier's doch am besten gleich mal aus. Es gibt schon jede Menge Clubs, wo du dich bewerben kannst oder du gründest einfach selbst einen. Die ersten Tester sind schon unterwegs bei Mayong, das Erbe des Morxius. Wenn auch du Lust auf das Spiel hast, dann bewirb dich doch am besten für einen Beta-Zugang. Mit dem hast du nicht nur die Möglichkeit, das Spiel vor allen anderen zu spielen, sondern hilfst auch aktiv bei der Entwicklung. In Mayong, das Erbe des Morxius, hast du die Möglichkeit, dein Geschick und deine Beobachtungsgabe gegen andere Spieler auf die Probe zu stellen. Wie ihr sehen könnt, bin ich noch in bester Partylaune, denn wir hatten im Mai jede Menge Geburtstage zu feiern. Da wäre zum einen Horse Farm, das Spiel ist jetzt seit 2 Jahren draußen und hat erst vor kurzem die 3 Millionen Download-Marke geknackt. Vor 4 Jahren ging die Android-Version von My Free Farm 2 live. Ebenfalls vor 4 Jahren wurde die Beta-Phase des Browserspiels My Sunny Resort beendet. Dann gab es da noch einen weiteren Spielegeburtstag zu feiern, nämlich KP Hospital. Das Browser-Game ist sage und schreibe 9 Jahre alt, also ein echter Opias-Klassiker und hat immer noch eine wirklich tolle und aktive Community. Vielen Dank dafür. Last but not least hatte auch unser Chef Klaus Schmidt im Mai Geburtstag. In diesem Rahmen nochmal alles Gute nachträglich. Wenn du dich für Reitsport interessierst, weißt du bestimmt schon, dass es im Juli ein großes Pferdesport-Event in Aachen geben wird. Um das zu feiern, wird es in Horse Farm einen Kalender geben. Ähnlich wie bei einem Adventskalender, also dass hinter jedem Türchen ein Geschenk wartet. Allerdings gibt es bei diesem Kalender nur 12 Türchen. Was hinter den Türchen verborgen sein soll, das dürftet ihr entscheiden. Wir haben nämlich im Horse Farm Forum nachgefragt, was ihr euch als Belohnungen wünschen würdet. Vielen Dank an alle, die da teilgenommen haben. Es waren wirklich super Ideen dabei. Die Gewinner werden natürlich mit reichlich Rubinen beschenkt. Und wenn auch du Horse Farm spielst, dann vergiss auf gar keinen Fall im Juli alle Türchen zu öffnen. Wenn du über Bescheid wissen möchtest, wann solche Aktionen und Events wie jetzt in Horse Farm stattfinden, dann solltest du unbedingt auf unseren Social Media Kanälen vorbeischauen. Wir sind auf vielen Plattformen unterwegs, es lohnt sich wirklich mal reinzuschauen und wir würden uns freuen, wenn du ein Abo dalässt. Das war's wieder von meiner Seite, ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zocken.